Als wir uns als Stiftung mit dem Thema angefangen haben zu beschäftigen, haben wir festgestellt, dass KI eine ganz eigene Entwicklung hat und die Kultur natürlich eine ganz eigene. Und wenn wir beides zusammenbringen wollen, dann fehlen oft die Ideen, in welche Richtung es überhaupt gehen könnte. Deswegen haben wir uns selber das Ziel gesetzt, zu diesem frühen Zeitpunkt einen Informatiker oder mehrere Informatiker mit Künstlern und Musikern zusammenzubringen, um jetzt schon mal auszuprobieren, in welche Richtung kann es eigentlich gehen und diese Kommunikation zu üben, die extrem wichtig ist. Also ich persönlich glaube auf Basis meiner Erfahrungen des letzten Jahres oder der letzten anderthalb Jahre, dass der Markt sehr, sehr groß ist, dass wir das momentan noch nicht erahnen können und dass es da vor allem auf Basis der Kultur noch eine große Zurückhaltung gibt. Erstens, weil man nicht weiß, wie es tatsächlich aussehen soll für die einzelnen Kultursparten und zweitens, weil natürlich über dem Ganzen immer die finanzielle Herausforderung schwebt. Und wir alle wissen leider, auch wenn wir da uns als Stiftung redlich bemühen, Kultur ist nicht überfinanziert momentan. Also wir wollen ausprobieren und zwar vollkommen ergebnisoffen, wohin wir kommen, wenn Informatiker, also KI-Experten auf der einen Seite und Kulturschaffende auf der anderen Seite zusammenarbeiten. Und ergebnisoffen ganz bewusst, weil man kann ja auch nach einer Arbeitsphase feststellen, okay, das ist kein dauerhaft mögliches Modell, wir müssen das Ganze abbrechen. Jede Seite, die an so einem gemeinsamen und gleichberechtigten Projekt arbeiten möchte, muss offen und neugierig an die Aufgabenstellung herangehen und gleichzeitig auch einen Schritt auf den anderen zumachen. Das heißt, dass man seine traditionelle Arbeitsweise, seine eigene Komfortzone verlassen muss und mal lernt, wie der andere denkt und wie der andere arbeitet. Eines der ersten Erkenntnisse, die wir in diesem Projekt gewonnen haben, ist, dass die Kommunikation extrem wichtig ist und nicht zu unterschätzen. Natürlich glauben wir, dass wir alle die gleiche Sprache sprechen, dass wir weltgewandt sind, dass aufgeklärt und trotzdem haben wir eine ganz unterschiedliche Arbeitsweise. Das Ziel dieser Pilotprojekte ist auch nicht auf der einen Seite Kultur, am Beispiel Musik oder Kunst, durch Technik aufzuhübschen und ein bisschen technischer zu gestalten und auf der anderen Seite auch nicht die Technik, also einen Algorithmus, durch Kunst ästhetischer werden zu lassen, sondern beide zusammenzudenken. Eine konstante Herausforderung in diesem Pilotprojekt ist die Frage, was ist eigentlich KI, was ist künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz selbst ist extrem breit gefächert. Das heißt, wir haben die Robotik, wir haben verschiedene Assistenzsysteme, Gesichtserkennung, Mustererkennung, maschinelles Lernen und diese ganzen Begrifflichkeiten, die in diesem Bereich sich hin und her bewegen. Ist es schon ein künstlerisches Produkt, wenn ich mein eigenes Familienbild durch einen Style Transfer, durch eine Software im Internet plötzlich in einen Picasso verwandle? Ist das schon ein künstlerisches Produkt? Oder ist KI und Kunst zusammenzudenken etwas völlig anderes? Das versuchen wir gerade herauszufinden.